Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler des BG und BRG St. Pölten, wir, die 8. Klassen und ausgebildete Fit-Instruktoren, haben uns für den Adventkalender unserer Schule ein Fit-for-Christmas-Programm überlegt. Die Übungen, die im folgenden Video zu sehen sind, sind nach Schwierigkeitsstufen differenziert. Blau, Rot und Schwarz, jeder kann so für sich selbst die passende Schwierigkeitsstufe entdecken und diese Übungen 30 Sekunden lang ausführen. Für das heutige Türchen haben wir 6 verschiedene Partnerübungen ausgewählt. Bei der ersten Partnerübung steht ein Partner auf einem wackelnden Untergrund. Zu Hause eignen sich besonders Handtücher und Polster dafür. Der zweite Partner wirft einen Ball abwechselnd links und rechts dem anderen Partner zu. Eine Übungssteigerung ist, dass der Partner eine Seite ansagt und der fangende Partner den Ball mit dieser fangen muss. Eine weitere Übungssteigerung ist, dass der Partner den Ball zur linken Hand des Partners wirft. Er muss ihn jedoch mit der rechten Hand fangen. Bei der zweiten Partnerübungsreihe werden wiederum die Bauchmuskeln angespielt. Ein Ball wird zwischen zwei Partnern in der Sit-Ups-Ausgangsposition hin und her geworfen. Der Ball wird bei jedem Partner 4-mal am Boden berührt und dann zum nächsten geworfen. Erschwert wird die Übung durch das Anheben der Beine. Die dritte Partnerübungsreihe befasst sich wiederum mit den Bauchmuskeln. Die Beine werden im Kreis aneinander vorbeigeführt. Als Übungsausbau werden die Beine gespreizt und innen und außen abwechselnd aneinander vorbeigeführt. Die vierte Partnerübung und gleichzeitig unsere zweite koordinative Übung ist das Loserspiel. Beim Loserspiel hat ein Partner die Aufgabe, mit einem Ball eine Übung vorzuführen. Der andere Partner hat die Aufgabe, diese Übung nachzumachen. Bei Gelingen der Übung darf er die nächste Übung bestimmen. Sollte er die Übung nicht schaffen, dann bekommt er den ersten Buchstaben des Wortes Loser, das L. Wer das Spiel verliert, hat zuerst das Wort Loser vollständig gesehen. Bei der fünften Partnerübung werden wiederum unsere Beine trainiert. Zwei Partner stehen sich hierbei in ca. 2 Metern Abstand gegenüber. Es werden gleichzeitig Kniebeugen ausgeführt und beim nach oben kommen jedes Mal ein Ball hin und her geworfen. Die sechste und letzte Partnerübung wird aus der Liegestütz-Ausgangsposition durchgeführt. Am Video seht ihr gleich beide Varianten der Übung. Es wird ein Liegestütz ausgeführt, danach in die Hand des anderen geklatscht. Die Erleichterung der Übung ist, dass man einfach in der Liegestütz-Ausgangsposition verharrt und nur zusammen einklatscht.